Jetzt kann ich wenigstens noch ein bisschen weiter kochen. Ich mach mir weiter Essen raten. Schneewittchen Stachelbeerkuchen. Okay, wahrscheinlich Stachelbeere. Stachelbeerkuchen. Also Stachelbeeren auf jeden Fall, weil ist ja logisch. Und ich gehe von aus Weizen, Milch oder Butter. Was dazu frische Banane? Oh, lass uns ja schmecken. Stachelbeere. Ich versuch's mal mit Butter und mit Weizen. Ich glaube, so hatten wir meistens die Kuchen gemacht. Perfekto. Alter. Wir haben ja 22 von 48. Was ist da los? Saure Schneekegel. Saure Schneekegel. Also, Slush-Eis und Zitrone kann es nicht sein. Also, Zitrone auf jeden Fall, weil sauer. Aber das ergibt nur das Zitroneneis. Wir versuchen es mal mit Zuckerrohr. Das andere ergibt, glaube ich, keinen Sinn. Sehr gut. Ich werde immer besser im Kochen. Aber auch leider nur in den kleinen Sachen. In den Hauptgericht bin ich rechts. Rotes Fruchtsorbet. Was hatten wir hier? Also Slush-Eis. Wahrscheinlich Himbeere. Himbeere. Was könnte noch drin sein? Ist auf dem recht schwierig zu erkennen. Vielleicht zwei Früchte? Wie viel sitzen da drin? Okay, vier. Mindestens vier. Also Slush-Eis auf jeden Fall. Ich gehe mal auch wieder von aus von Zuckerrohr. Und dann irgendwelche roten Früchte. Ja, und einfach mal irgendwelche roten Früchte rein. Irgendwelche roten Früchte. Himbeere zum Beispiel. Und wir machen Stachelbeere. Dann machen wir Slush-Eis und Zuckerrohr. So, das Fruchtsorbet. Dann wird es gruselig. 96 von 164. Minzschokolade. Also auf jeden Fall Minze. Kakaobohne. Milch. Und Zuckerrohr will ich versuchen. Minzschokolade. Minze. Kakaobohne. Zuckerrohr. Milch. Das ist einfach mal. Nee, aber graues Zeug. Was auch immer graues Zeug ist. Okay, Milch ist es also nicht. Aber ich bleib dabei, dass es Minze ist, dass es Kakaobohne ist, dass Zuckerrohr drin ist. Nur die letzte Zutat. Ich glaube Butter. Da ist die Minzschokolade. Gleich zwei Dinger zufällig. Aus, zurück, was auch immer das sein soll. Minzbonbon. Minz und Zuckerrohr vielleicht? Minze. Zuckerrohr. Also wie viel Inventarplatz habe ich noch? Gar keinen. Alter. Gut, genug gekocht. Genug gekocht. Etwa sehr viel, ne? So, wo ist Mushu? Mushu, wo ist Ariel?
Ja, sie kriege ich leider nicht auf 7. Schade. Kann ich hier Dinge nicht doppelt geben? Wollte sie sich nicht auch über... Okay, ich kann ihr auch einfach irgendwas geben. Kann sie auch so auf 7 kriegen. Das ist gut. Nein, das ist kein Cheaten. Das geht. Und sie ist auf 7. Oh mein Gott. Aber wahrscheinlich immer noch zu wenig, wenn ich bedenke, was da noch alles kommt. Da kann ich immer noch nicht rein. So. Kartoffelpü. Ja, oh, Kartoffelpü ist lecker. Achso. Habe ich mittlerweile alle Stände aufgebessert? Barrierehäuser. Das verstehe ich noch nicht ganz. Barrierehäuser, aber ich kann noch gar keine weiteren. Barrierestände. Ich glaube, dann habe ich alle. Mal kurz hier hin. Ne, hier habe ich noch nicht alle. Sei gegrüßt, Nachbar. Ah! So. Jetzt habe ich alle aufgebessert. Vajana. Mit deinem Hausfenster drin. In meinem Haus macht es tatsächlich, außer nach vorne, keinen Sinn, Fenster reinzumachen, weil halt in alle Dinge Türen, also überall Türen sind. Aber mein Haus ist komplett aufgewertet. Da oben ist mein Haus komplett aufgewertet. Von außen hat es Fenster, aber von drin hat es keine. Das ergibt halt einfach keinen Sinn. Das ganze Haus ergibt keinen Sinn. Vor allem, weil es eigentlich 5 Etagen mittlerweile hat. Das sind aber gerade mal 2. Na gut, 3. Der Dachboden. Aber mein Haus ist auch komplett aufgewertet. Ich kann halt nur noch Räume hinzufügen und Etagen. Du hier! Großartig! Denn wir haben viel zu tun! Ursula hat mir gesagt, ich soll mit dir reden. Ich glaube, das funktioniert gerade sowieso noch nicht, weil mein Inventar noch nicht leer ist. Die Merkse, bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, auf sie zu hören? Die ist ein notwendiges Übel. Sie hat dich gebeten, eine Muschel zu holen? Von mir? Nun, ich habe eine am Strand gefunden. Ich dachte, es sei ein Geschenk des Ozeans. Vielleicht ist es ein Geschenk an dich. Sei vorsichtig. So.
ablegen. Danke. Ach, für die brauche ich auch Aquamarin. Okay. Wie viel? Okay, ich muss farmen gehen. Jetzt bin ich an dem Punkt, ich muss farmen gehen. Ganz viel. Ich geh erstmal damit hin. Tintenfisch. Okay. Ich bin jetzt aber erstmal im Glück. Alles klar, Ryder. Mach das. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Muss ein bisschen sammeln. So, dann locke ich das mal lieber ein. Warte mal, war da nicht noch Hartholz, was ich da nicht alles drin hatte? Ein bisschen was hatte ich doch. So. Am schlimmsten wird, glaube ich, das Lehm. Lehm wird am schlimmsten. Gut. Dann fahren wir mal. Kann sich nur um Stunden handeln. Bitte kein großer.
Das ist ein großer. Ah, nee. Ich bedenke, wie viel ich brauche von den ganzen Sachen. Kriege ich das gerade kotzen. Mein Hartholz ist da jetzt tatsächlich noch das geringste Problem. Wenn ich hier welches rauskriegen würde. Alter, 39 Steine erst. 41. Kann ja ewig dran sitzen. Das war leider ein großer. Das ist der Feldstein. Lehm wird, glaube ich, am allerschlimmsten. Ich glaube, bei Lehm nehme ich auch jemand fürs Graben mit. Ach ja, schön. Man hat ja sonst nichts zu tun, ne? So, ich brauche Stein. Stein. Ich weiß, ich könnte hier jetzt auch schon Lehm abbauen, aber... Nein. Das dauert am längsten. Da gerade keine Geduld für. Die letzten Aufgaben sind die schlimmsten Aufgaben.
Na gut, Christoph ist jetzt auf 9. Und sieht recht gut aus, dass ich den heute noch auf 10 kriege. Habe ich eigentlich für... Sehr geil. Gut, das klappt auf jeden Fall. Oh nee, klappt nicht. Okay, dann nicht. Wahrscheinlich, wenn ich dann immer wieder rein und rausgegangen wäre. Egal. Die Aufgabe nicht einfach heißen können, sammel einfach nur 3-4 Steine. Hätte ich mal gesagt, wir dekorieren heute einfach nur. So. Wieder ein bisschen Eisenbarren herstellen. Wow. 7 von 30. Sehr viel. Bitte sag, dass es hier wieder gespawnt ist.
Ja. Das ist ein großer, den brauche ich nicht. Komm mal, um mehr schlecht als recht voran. Wenn es wieder so regnen würde mal, das wäre ja auch schön. Da wollen noch vier. Aquamarin, Tintenfisch. Hallo Daki, wie geht's dir? Alles fit? Bitte lass ein kleiner sein. Gott sei Dank. So, wenn ich jetzt so drei Tintenfische hätte. Uns ins Bett. 3 Uhr raus. Oh, scheiße. Oh yeah. Ich kann heute tatsächlich mal auch nicht ganz so lange, weil ich morgen wahrscheinlich ein bisschen früher anfangen will. Mal gucken. Heute geht's mal nicht bis 2. Gestern habe ich ja sehr lang gemacht. So, Stein habe ich. Jetzt brauche ich nur noch Aquamarin. Gerade ist es relativ uninteressant. Ich muss farmen. Ich habe nur Farming-Sachen gerade. Das ist ätzend. Gefühlt kriege ich von nichts irgendwas zusammen. So. Okay, bei ihm hätte ich jetzt alles vollständig. Bei ihr fehlen halt die Tintenfische. Dann mache ich erstmal Christoph. Dann mache ich erstmal die Aufgabe für Christoph. Und Elsa ist am Arsch der Welt. Weil morgen kommt nämlich das Update. Da will ich vorbereitet sein für. Zumindest ein bisschen, nicht viel. Elsa? Da bist du schon. Ah, da hinten. Elsa, bleib stehen!
Perfekt, du hast alles gefunden, was wir brauchen. Können wir jetzt den Zauber wirken? Ja, es geht los. Juhu. Es hat nicht funktioniert. Vielleicht ist der Zauber nicht stark genug. Nein, das ist es nicht. Wir haben alles richtig gemacht. Meine Erinnerungen an Christoph sind vorher nicht stark genug für den Zauber. Merlin meinte, dass wir in diesem Fall etwas von Anna brauchen, damit es funktioniert. Eine besondere Zutat. Wollte ihr nicht sagen, weil ich ihr keine Hoffnung machen wollte, aber wir brauchen eine Haarlocke von ihr. Ein Haarschnitt für Anna kommt sofort. Immer langsam. Wir brauchen nur ein kleines Stück. Du musst dir nicht die kompletten Haare abschneiden. Gut, okay. Ich werde mit Anna reden. Jo, wir kommen ein bisschen voran. Ganz kleines bisschen. Wie sieht denn hinten für Sharp? Komme ich bei Ursula ja eh nicht weiter. Entschuldige, darf ich dich was fragen? Hey Anna, ich muss dich um eine seltsame Sache bitten. Also und ich versuchen, diesen Zauber zu wirken. Ein Zauber, der Christoph Erinnerung zurückbringen soll. Wenn es Christoph hilft, mache ich es. Wir brauchen eine Haarlocke von dir. Du hast überall Schere, Schneidmaschine, Schermesser. Ich glaube, ich nehme lieber die Schere. Was ich damit sagen will, ist, ich würde alles für Christoph tun. Kein Stück wird ausreichen, ich verspreche es. Okay, los geht's. Hier bitte, ich habe sie für dich in diese Flasche getan. Wow. Danke, Anna. Ich hoffe, es funktioniert. Doch mal. Danke. Und wo ist Elsa? Oh. Wieder da unten. Ich brauche Tintenfisch. Tut mir leid, aber könntest du mir helfen? Hey! Nein, dich brauche ich nicht. Danke. Ich wusste, dass Anna sich freuen würde, Anna sich freuen würde, sie uns zu geben. Und los geht's. Wir haben es geschafft. Wir haben einen magischen Eisblock mit einer Erinnerung darin. Was soll ich damit machen? Leg ihn irgendwo ab und versuche ihn mit deiner Spitzhacke zu bearbeiten, um herauszufinden, welche Erinnerung sich darin befindet. Dann zeigt Christoph die Erinnerung. Wenn der Zauber funktioniert hat, sollte er seine Erinnerung zurückbringen. Jetzt ist immer noch die Frage, wie kann ich das Ding... Wahrscheinlich an der Werkbank. Nee. So, magischer Eisblock. Du hast eine Erinnerung aus einem magischen Eisblock herausgeschnitten? Das muss ich sehen. Wow, die Eiskulptur. Als ich sie ansah, erinnerte ich mich daran, dass Anna eingefroren war. Ich dachte, sie wäre verloren. Ich war so traurig. Dann war sie langsam wieder da. Sie hatte Elsa gerettet. Ein Akt wahrer Liebe ließ ein gebrochenes Herz auftauen. Ich glaube, ich war noch nie so erleichtert. Ich erinnere mich nicht an alles, aber meine Gefühle für Anna. Sie kommen langsam zurück. Vielleicht sind Gefühle wichtiger als Erinnerungen. Was meinst du? Deine Liebe für Anna, das ist es, was zählt. Nicht die ganzen kleinen Details. Trotzdem, ich werde weiter versuchen, mich an den Rest zu erinnern. Jetzt, wo ich meine Liebe zu Anna fühle, muss ich mich an alles erinnern. Danke. Du hast dich wirklich für mich eingesetzt. Ich bin dankbar. Und ich weiß, Anna wird es auch sein. Hey, herzlichen Glückwunsch. So.
Freundschaftslevel 6 erst. Heieiei. Ja, das ist noch ein bisschen. Ist es 7? 7? Aber wir können jetzt wenigstens alle Aufgaben erstmal machen. Außer die, die halt verbuggt ist mit Wally. Wallys Aufgabe geht ja nicht. Ich hasse diese Apfelschorle. So. Das hier kann ich halt einfach noch nicht machen. Ich brauche einen Glitzerhering. Da brauche ich immer noch die Aquamarine für. Hallo. Hey Daria, hast du einen Moment Zeit? Jupp. Danke, ich könnte einen Rat gebrauchen. Ich habe vorhin etwas gesammelt und ein paar Materialien. Oh Gott, ich kann so schnell nicht mehr lesen. Etwas Weichholzsand oder einen guten Stein zum Schnitzen. Was sollte ich deiner Meinung nach mit all dem tun? Du könntest damit einen Verkaufsstand eröffnen. Warte, du solltest einen Verkaufsstand eröffnen. Ich schätze, ich habe Erfahrung im Verkauf von Dingen. Eis. Ich habe bereits Eis verkauft. Aber Eis einzubringen und zu verkaufen scheint etwas ganz anderes zu sein, als sich um einen Verkaufsstand zu kümmern. Ich brauche jemanden, der sich damit auskennt. Ich könnte Goofy fragen, wie man seinen eigenen Verkaufsstand baut. Er hilft immer gerne. Bitte, dass du Goofy erwähnst. Neulich waren wir nebeneinander angeln. Alles war ruhig und entspannt. Dann musste er niesen, zieht mir damit seine Leine über den Kopf und schubst mich in den Teich. Für Ratschläge übers Angeln würde ich definitiv nicht zu ihm gehen. Er hat einen ziemlich guten Verkaufsstand. Ich frage ihn gerne für dich. Nur um weitere Kopfverletzungen zu vermeiden. Bis bald. Okay. Ja, Prio liegt gerade ein bisschen auf den ganzen Quests. Leider gerade auch wieder Farm. Dabei dachte ich, hätte ich jetzt so viel. Aber wie nur nicht. Melanie hat eine Idee, wie man die Erinnerung von Christoph zurückbringen kann. Aber es klingt ziemlich kompliziert. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um zu helfen. Danke. Okay, er sagte etwas über einen Zauber. Dann fing er an, mir detailliert zu erklären, wie dieser funktioniert. Und ich habe nichts mehr verstanden. Ich habe jede Menge Erfahrung mit Elsas Eismagie, aber andere Arten von Magie sind wie... Wow, was hast du gesagt? Magie ist einfach, solange man vorsichtig ist. Nun, das überlasse ich gerne den Experten. Könntest du mit Merlin reden und herausfinden, wie man diesen Zauber wirkt? Sicher, ich werde mit Merlin sprechen. Vielen Dank. Muss aber jetzt mal Goofy finden. So, und eins wollte ich auch mal machen. Ich weiß, das kostet gerade Zeit. Aber einmal wieder was anderes anziehen. Ob ihr ja vorhin was Schönes bekommen. So, und... Mm.
Okay, nee, dann lieber das Kleid. So. Hallöchen. Hey, du! Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wie kann ich helfen? Das ist für einen Verkaufsstand eröffnen. Ich bin sicher, du hast einen Ratschlag. Hui, Christoph wird seinen eigenen Verkaufsstand haben, oder? Das ist ja toll. Du hast uns gesagt, er ist wirklich ein tollpatschiger Angler. Und ich bin froh, dass er das nicht beruflich machen will. Bin mir ziemlich sicher, dass ich alles habe, was er braucht. Dies sind Teile von meinem ersten Verkaufsstand, aber du wirst ihn reparieren müssen. Oh nö. Du wirst einen soliden Stein für ein gutes Fundament brauchen. Das Weich- und Hartholz für den Rahmen. Und Eisenbarren, damit alles mit Nägeln zusammengehalten wird. Viel Glück beim Zusammenbauen. Oh nein. Weichholz, Eisenbarren. Das Spiel macht mich gerade kirre. Okay, dann kurze Prio hierauf. Immer erst die Quest, bei dem man gut weiterkommt. Gehe gerade mit bewusst hier hin. Wäre schön, wie diese eine Quest nicht an die Uhrzeit gebunden wäre. Was sie nur leider ist. Was ich ätzend finde. Aber nun gut, was will man machen? Muss ich halt morgen früh mich unbedingt einloggen. So. Mach aber einmal eine ganz kurze Pause. Muss nämlich gleich einmal wohin. Ich hole nur noch einmal kurz den Stein hier ab. So. Und dann bin ich gleich wieder da.